erstmal kurz ein bisschen in die Sicherheit bewegen. Sicherheit ist hier definiert durch mein Heilgeschütz. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Habt ihr euren Kaffee bereit? Ja, nein? Oder seid ihr Teetrinker? Es geht heute wieder an eine Easy-to-Copy-Runde. Willkommen und herzlich Hallo an all die neuen Abonnenten. Ich grüße euch. Schön, dass ihr da seid. Ihr wollt wissen, wie es mit dem Cyborg hier läuft? Das ist ja kein Thema. Der Cyborg beginnt mit der Minigun. Er verwertet Fernkampfschaden dreimal. Also einfach und dann doppelt nochmal drauf. Außerdem Nahkampf und Elementarkampf gar nicht. Technik nur zu einem Viertel. Was den Cyborg so speziell macht, da komme ich jetzt während der Runde drin zu sprechen, ist, dass zur Halbzeit der Welle eure Fernkampfschadenpunkte in Technik verwandelt werden im Faktor 1:2. Das heißt, jetzt, sobald die Zahl da oben blau wird, ne, habt ihr eine Verwandlung von Fernkampfschaden in Technik. Das bedeutet, ich bin mit dem Schraubenschlüssel gestartet. Ich starte hier mit Ernte. Ich habe meinen Schraubenschlüssel. Ich habe da meinen Schraubenschlüssel. Sehr guter Start. Am Anfang der Welle mache ich Selbstschaden, versuche mich zu verteidigen mit meinem Schraubenschlüssel, mit meiner Minigun, die ich halt zu Beginn habe. Und dafür muss ich eigentlich nur Fernkampfschaden kaufen. Fernkampfschaden, 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 Fernkampfschaden. Ja, ist jetzt kein Bloody Mary-Ding gewesen, keine Beschwörung. Nein, es ist wirklich, ihr müsst fast nichts anderes machen als Fernkampfschaden kaufen. Oder bauen. Ja, wenn ihr das halt mal hier so bekommt. Baum nehme ich mit. Und weiter geht's. Außerdem solltet ihr euch ein bisschen überlegen, wo wollt ihr euch während einer Welle positionieren. Ja, am Anfang renne ich jetzt hier halt noch quer durch die ganze Welt, einfach weil ich ja auch mein Material sammeln möchte, nach Bäumen suchen möchte und. War da oben nicht einer? Nein, kein Baum. Da ist einer. Und solange ich kein Holzfällerhemd habe, muss ich da immer noch selber ran und Ding machen. In der zweiten Hälfte der Welle verkrieche ich mich hinter meine Geschütztürme. 6% ausweichen klingt gut. Ein Fernkampfschaden, sehr schön. So, dann hier Glück. Nochmal Glück. Ja, warum nicht? Ein Pinguin und eine Limo. Ja. Man kann ja natürlich auch mit den Geschütztürmen gleich zu Beginn spielen. Das ist kein Thema. Aber eigentlich ist es wirklich eine Sache der zweiten Hälfte. Ihr habt jetzt gesehen, ich habe einen Fernkampfschaden mitgenommen. Das sind 6 Technik, weil es wiederum 3 Fernkampfschaden in der Skalierung sind. Es klingt alles sehr verwirrend, aber es funktioniert. Ihr müsst nur wissen, dass ihr eigentlich am Anfang seid ihr ein Fernkämpfer und später seid ihr ein Techniker. Wenn ihr diese Spielstile gemeistert habt, dann steht dem eigentlich nichts mehr im Weg. Nächste Limonade ist cool, dann würde ich hier gerne Fernkampfschaden mitnehmen, danke. So eine Limo habe ich bekommen, deswegen nehme ich jetzt den Rest mit. Gecko Baby mitnehmen sehr, sehr, sehr gerne, weil ihr werdet öfter mal das Problem haben, dass ihr in der zweiten Hälfte der Welle euch nicht mehr so wirklich an euer Geld rantrauen könnt. Weil ist halt irgendwo gestorben, irgendwo bei einem Geschützturm. Wie kommst du dann an deine Kohle ran? Meistens erst in der nächsten Welle. Ist halt doof. Willst du nicht? Gecko Baby hilft da auf jeden Fall. Bisschen Reichweite, gerade für das dicken Nahkampf, was man da so hat, ist auch ganz okay. Kann man machen. Kommen wir mal zu Items, die ihr haben wollt. Nicht müsst, weil müssen tut ihr nur Fernkampfschaden stacken. Ab und zu atmen und vielleicht auch noch umfallen, wenn ihr nicht mehr atmet. Aber es ist ein ganz anderes Thema. Ihr wollt die Taschenfabrik. Nehme ich mit für Crit. Oh, das ist 5 Ernte, okay. 15 Glück, okay. Zack, zack, machen wir so rum. Ihr wollt die Taschenfabrik. Ihr wollt den Bücherstapel und ihr wollt das bessere Werkzeug. Wenn ihr jetzt nur eins von denen bekommt, ist okay, ist fein, kein Thema, dann stackt ihr einfach Fernkampfschaden. Ja, was soll ich euch groß sagen? Fernkampfschaden ist einfach der MVP in dieser Runde. Und dadurch, dass eben die Skalierung so entsprechend funktioniert, ist es halt euer Way to go. Hier zum Beispiel jetzt in der zweiten Hälfte der Welle verstecke ich mich hier hinter meinen Flammengeschützen. Die zünden halt die Gegner an, die da kommen, und bis die wirklich mal bei mir sind, sind die meisten ja eh schon down. Also
kein Drama hier letzten Endes. Ah, kriege ich den noch? Nee, ja, ich weiß es nicht. Dünger, noch mehr Ernte, Fernkampfschaden. Geil. Die Donnerbüchse ist tatsächlich eine Überlegung wert. Eine. Die nehme ich mit. Ich habe zwar jetzt noch nicht viele Geschütze extra bekommen. Ich habe jetzt dann nur 4 Geschütze, aber dieses Item wird mir eigentlich relativ entspannt jetzt meine Wellen carryen. Bis ungefähr Welle 15 würde ich jetzt mal ganz grob schätzen. Also ihr wollt tatsächlich im späteren Verlauf mal eine zweite oder vielleicht sogar dritte Fernkampfwaffe mit reinnehmen. Denn ihr seid ja für euren eigenen Schaden am Anfang der Welle verantwortlich. Dann müsst ihr selber gucken, dass ihr gut durchkommt. Möchte ich mal kurz checken, wie viel Schaden die jetzt noch macht. 50, das ist halt auch echt noch akzeptabel, ne? Das ist richtig akzeptabel. Gute Entscheidung. Und vor allem hat die Donnerbüchse ja eigentlich keinen Cooldown. Ihr wollt Waffen haben, die einen sehr geringen Cooldown haben, eine sehr geringe Abklingzeit oder in Anführungszeichen gar keinen. Angriffstempo kann ich mitnehmen. 3 Rüstung ist auch mal nicht verkehrt. So, die beiden Taschenfabrik. Da ist sie. Da ist erstmal die Taschenfabrik. Die gibt mir jetzt jedes Mal, wenn ich einen Baum zerstöre, ein Geschütz. Zwar nur ein normales Geschütz, aber ein Geschütz. Und das ist sehr gut, weil dadurch kann ich mir hier am Anfang der Welle durch rumlaufen, durch Bäume zerstören, einen relativ guten, ja, eine gute Basis aufbauen. Und sobald es dann in den zweiten Teil der Welle reingeht, bin ich halt dazu verpflichtet, entsprechend dort, wo ich sage, ich musste mich verkriechen oder muss mich verkriechen, dass ich da dann existiere. So, ja, da ist wieder einer. Das heißt, tatsächlich habe ich mir hier unten eine Basis aufbauen können. Und ihr merkt, das funktioniert auch sehr entspannt. Taschenfabrik ist, ich sage jetzt mal, der erste gute Step für mich gewesen, um hier relativ entspannt ein Easy-to-Copy euch zeigen zu können. Allerdings ist es eigentlich unabhängig von diesen Items. Wie ihr wisst, Fernkampfschaden-Stacken ist wichtig. Den Boxhandschuh, ja, ich nehme ihn mal mit. Heilgeschütz sehr gerne. Lagerfeuer nehme ich auch mit, gibt mir Lebensregeneration und Glück. So, Raubenschlüssel und den Crit nehme ich mit. Den Garten nehme ich nicht mit, den Schaden hier nehme ich nicht mit. Ich nehme hier gar nichts mit. Aber ich nehme diesen Kriegerhelm dann gleich mit. Und ich nehme diesen Schraubenschlüssel mit. So, wir upgraden sehr schnell unsere Schraubenschlüssel und alles. Elefantenbaby nehme ich mal mit, weil ich habe überraschenderweise sehr viel Glück. Kann man natürlich dann machen. So. Die haben da überhaupt keine Chance. Die haben ja so viel Schaden gerade, auch einfach durch unsere Donnerbüchse. Donnerbüchse ist eine neue Waffe aus dem Brotato Abyssal Terrors DLC. Falls ihr das nicht habt, dann hoffe ich, dass ihr eine andere gute Waffe bekommt zu diesem Zeitpunkt. Es kann ja eben auch eine weitere Minigun sein. Es kann ruhig eine MP beispielsweise sein. Es kann in der Richtung mehr oder weniger alles sein. Ich verkrieche mich absolut hier oben bei meinem Heilgeschütz. Ich habe da gar keine Zweifel. Ja, okay, wir gehen trotzdem. Oh, da ist ein Baum. Eine Unterstützung. Wahrscheinlich wird der da unten niemanden mehr kriegen, aber besser haben als brauchen, ne? Gut. Wir gehen auf Welle 10 hin. Tritt und Ausweichen. Die Augenbinde klingt gut. Nehme ich hier nochmal. Ja, das ist schwierig tatsächlich. Ich nehme die Rüstung. Boah, 12 Ernte kannst du halt eigentlich nicht liegen lassen. Hier haben wir nochmal Rüstung und Leben, da ein Fernkampfschaden. Einmal die Maus, 10% mehr Gegner, klar, warum nicht? Dann den Kelch, der gibt mir, oder der nimmt mir Lebensregeneration, gibt mir aber die Chance, wenn ich einen Gegner töte, dass ich mich heile. Die Perle nehme ich wahrscheinlich jetzt hier auch mit so viel Glück, wie ich habe. Könnte es sich lohnen. Weil grundsätzlicherweise bringt euch Prozentschaden nicht viel. Ihr müsst ja so denken. Also ihr selbst könnt mit Prozentschaden etwas machen. Eure Geschütze können mit Prozentschaden nichts anfangen. Das ist denen ja egal, im Grunde.
Wenn ich jetzt also Prozent Schaden irgendwie anfange zu stacken, dann ist das nur für die erste Hälfte der Welle. In der zweiten Hälfte der Welle bringt es mir halt nicht sonderlich viel. Wobei das hier jetzt gerade nicht ganz stimmt, denn wir haben ja die Donnerbüchse und die Donnerbüchse, die macht ja 50 Schaden. Das kann ja doch durchaus mit Prozentschaden noch ein bisschen eskalieren. Klar, wir haben jetzt keine Fernkampfverwertung gerade in der Sekunde mehr, aber wir haben keinen Fernkampfschaden mehr. Aber trotzdem, funktioniert sehr, sehr, sehr gut in der Synergie. Und so mache ich immer noch sehr akzeptablen Schaden, auch in der zweiten Hälfte der Welle. Kann man machen. So kann man es durchaus machen. Weizen nehmen wir gerne mit, Fernkampfschaden nehmen wir mit. Hier nehme ich mal wieder 3 Rüstung. Damit bin ich rüstungstechnisch eigentlich am Limit. Aber da kommt die Glaskanone. Da kommt die Perle und hier kommt noch mehr Glück. Jetzt lass mich mal überlegen. Die Säure werden wir mitnehmen. Hier nehme ich mal die Lebensregeneration mit. Hier den Lebensraub nicht. Nee, das machen wir nicht. Den Lebensraub nehme ich nicht mit. Kurzer Check. Wir sind auf Welle 12 haben wir... Auf Welle 12 haben wir erst hier eine weitere... Also haben wir die erste Special Wave. Das ist gut. Könnte ja auch theoretisch jetzt schon die 11 sein. Aber ich habe es immer ungern, muss ich sagen, die Krallenköpfe zusammen, also die ersten Krallenköpfe zusammen mit einem Elite. Das fühlt sich immer so ein bisschen an, als ob du gegen 2 Bosse gleichzeitig kämpfst. Ist nicht so mein Favorite. Gut. Wir haben den Wechsel. Der ist jetzt etwas unangenehm, der Wechsel. Wie viel Schaden mache denn ich hier? 64. 64 mit der Donnerbüchse. Das ist schon echt gut. Also Donnerbüchse hier, der versteckte MVP durch den hohen Grundschaden. Hat zwar eine enorme Fernkampfverwertung, aber die müssen wir hier gar nicht nutzen. Well, well. Fernkampfschaden. Yo, der V. Nein, sicherlich nicht auf eine... Elitewelle, dann gehen wir auf den Kristall. Sehr gerne. Das kleine Magazin und die Säure. Ja, ihr wisst, ich nehme keine verfluchten Items hier mit, aber das Elefantenbaby und die Mutation würde ich mitnehmen. So, wo ist der Elite? Da unten ist er. Wir gehen direkt auf ihn drauf. Wir versuchen, den so schnell es geht klein zu kriegen. Oder so gut es geht klein zu kriegen, besser gesagt. Das schaffen wir mit der Donnerbüchse relativ solide. Und mit unserer Minigun als weiteres Ding. Und wir haben halt eben auch viel Fernkampfschaden. Wir haben jetzt aktuell 54 Fernkampfschaden. Das macht sich dann eben bei der Donnerbüchse mit so 125er Skalierung mit guten 70 Schaden nochmal bemerkbar. Das ist gut. Ich habe leider wieder einen Fluch bekommen. Ihr wisst, wenn ihr schon ein bisschen verfolgt, ich möchte ja die Fluchsachen vermeiden. Und ich ärgere mich immer wieder drüber, wenn ich Fluch habe. Dann macht es das mir nur unnötig schwerer. Aber hier so kannst du nicht ändern. Noch ein Item. Es ist sehr entspannt hier gerade. Was kriegen wir? Also das Explosionsgeschütz beehrt meine Reihen. Ja klar, warum nicht? Hier 6 Leben. Beehrt echt meine Reihen. Also Explosionsgeschütz ist jetzt gerade hier schon wirklich Premium-Glück. Mit 150% Technikverwertung macht dieses Geschütz dann so um die 200 Schaden. Wir nehmen hier wieder Glück mit. Die Erfahrungspunkte kann man mitnehmen. Dann nehme ich den Plastiksprengstoff. Ne, nehme ich nicht als erstes mit. Nimm Tyler mit. Alien Baby braucht. Entschuldigung. Oh. Alien Baby. Brauche ich, glaube ich, hier nicht. 15 Leben sind es mir jetzt nicht so wert. Ich habe lieber hier mal den Tyler mitgenommen. Der skaliert ja dann auch schön mit Technik. Der macht dann noch Flächenschaden. Ja gut, da in der Ecke macht er jetzt nicht so viel Flächenschaden, aber ihr wisst vom Grundsätzlichen her. Und jetzt seht ihr hier unser Geschütz, also unser Explosionsgeschütz macht erstmal nicht so viel Schaden. Ja, wie ich gesagt habe, 26er. Und jetzt kommt gleich der Wechsel. Dann könnt ihr das da oben nochmal betrachten. Mit knapp 200er Hits. Ja. Und 200er Hits auf einem Explosionsgeschütz, das ist schon eine Hausnummer, mit der ich recht zufrieden bin. Wichtig ist, und das habe ich ja eigentlich euch schon so mehr oder weniger in die Wiege gelegt mit meinen Items,
So ein bisschen Rüstung ist natürlich notwendig. Ihr müsst ein bisschen versuchen, irgendwie euch am Leben zu halten. Es hilft halt nicht, nur puren Schaden zu gehen. Ihr braucht aber super viel Schaden, damit eure Geschütztürme einigermaßen gut funktionieren. Igeli, ja okay, in der Phase nehme ich ihn mal mit. Dann hier nochmal dies, das, jenes. Ein bisschen Tempo wäre mal langsam nicht schlecht. Was kriege ich hier noch? 3 Lebensregenerationen. Okay. Großer Arm lege ich mir sowas von auf die Seite und das Gelee nehme ich mal mit. Dann bekomme ich hier ein Feuergeschütz. Alien-Auge. Kann ich, muss ich aber nicht, werde ich nicht. Großer Arm gibt 6 Fernkampfschaden. Das sind 18 Fernkampfschaden insgesamt für mich. Ich glaube, da muss ich echt nichts dazu sagen, wie unendlich krass das eigentlich ist. Gut, da ist ein Flammengeschütz, da ist unser Explosionsgeschütz. Items mitnehmen ist nice, ist aber nicht notwendig. Kommt ihr eh zu uns? Ja, ich suche hier gerade noch nach einer guten Position, weil die Hordenwelle, die eskaliert hier gleich komplett. Und ich glaube, die Ecke hier wird gut sein. Warum? Weil das Flammengeschütz davor gut Schaden macht. Oh, wobei, wir können durchlaufen. Wir können eigentlich mehr oder weniger durchlaufen. Durch unsere Donnerbüchse. Nee, nicht einmal. Wow, das da ist ein bisschen eine Grenze gerade gewesen. Da wollten sie uns erledigen. Heiler macht 100 Schaden. Das ist auch strong. Okay, das war die 250 Material liegen geblieben. Schwarze Fahne nehmen wir natürlich nicht mit. 12% Schaden brauchen wir nicht, weil wir haben 3 Fernkampfschaden. Wir haben den großen Arm mit 6 Fernkampfschaden. Wir haben den verstärkten Stahl mit 2 Fernkampfschaden. Ach, du heilige. Eiswürfel könnte man mitnehmen. Den brauchen wir aber, glaube ich, nicht. Insgesamt habe ich jetzt 93 Fernkampfschaden, was zu 50% auf meiner Minigun skaliert. Und ihr seht, ich habe bis dato kein weiteres Item bekommen, was ich gerne hätte. Kein Bücherstapel, kein verbessertes Werkzeug. All diese Dinge wären mega gut, aber was ich ja natürlich bekommen habe, war das Explosionsgeschütz. Das ist natürlich schon auch strong. Darfst du nicht vergessen. Das macht seinen Job sehr gut. Dodala, wir positionieren uns. Ja, du stirbst da unten sowieso irgendwann. Wir positionieren uns mal hier drüben. Nee, ich muss noch Material einsammeln. Wir sind aktiv. Na, wir sind aktiv, wir laufen rum. Ich muss mein Material einsammeln. Das ist halt das Problem, wenn du kein Gecko-Baby und keine Sith-Relikte hast. Bei Gecko-Baby habe ich 1, ne? Aber das ist halt leider auch gerade im Urlaub oder hat einen gelben Schein genommen. Wer weiß. Wer weiß. 700. Das ist okay. Ja, ein bisschen mehr ausweichen immer. Perle auch eine nette Sache. Blutegel, klar, warum nicht? 9 Leben klingen auch immer super und 7% Crit sind nett. Warum bist du verflucht? Ich nehme dich verflucht nicht mit. Ring der Selbstjustiz 6% Schaden am Ende einer Welle. Es würde uns sowieso nur noch ungefähr 60% Schaden, 30% Schaden geben. Ist nicht viel, aber immerhin ein bisschen was. Gelee für Leben. Wir suchen Geschütze, wir suchen Rüstung. Das ist immer gut. Explosionsschaden für unser Dynamit. Die Legierung packen wir dann auch auf die Seite. Und dann war es das jetzt hier gerade. Also ich nehme halt keine Geschütze, keine verfluchten Items mit. Das ist einfach mein extra schwieriger Point für euch, damit ihr wisst, hey, es ist wirklich easy to copy. Es war kein Glück, irgendein krasses verfluchtes Item, mit dem man super overpowered wurde. Nee. Eigentlich, manchmal ist es tatsächlich bei dem einen oder anderen Charakter nur ein einziges Item, das einen komplett immensen Unterschied macht. Hier würde ich halt auch sagen, dass es die 3 Items sind, die ich theoretisch noch, von ich 2 brauche. Aber trotzdem, das Explosionsgeschütz ist natürlich auch mega gut. Was ganz cool ist, ist, wenn ihr so oder so ein bisschen auf Crit setzt. Denn wenn ihr kritische Trefferchance dabei habt, ist ja noch eine Option gegeben, dass ihr den Riesengürtel bekommt, der natürlich mit eurer Minigun dann auch wieder funktionieren könnte. Ne? Kürbis durch Bogenschaden, ja okay. Schmopp für einen Fernkampfschaden, ja okay. Okay. 10% Angriffstempo, dann einmal hier die Legierung.
Den Cyberball nehme ich gerne mit. Nee, hier ist nichts Cooles dabei. Hier wäre nochmal so ein Elefantenbaby. Hoppala. Habe ich gerade mitgenommen. Elite. Elite unten. Erstmal kurz ein bisschen in Sicherheit bewegen. Sicherheit ist hier definiert durch meinen. Durch mein Heilgeschütz. Also selbst wenn das Reno jetzt hier eine Weile überlebt, machen wir uns keinen Kopf. Ich habe ja genug Regeneration dabei. Zap, zap, zap. Kritisch sind eigentlich mehr oder weniger in der Welle die Krallenköpfe, weil ihr versucht ja irgendwie die Krallenköpfe im Schacht zu halten und gleichzeitig wollt ihr trotzdem den Elite killen, was halt mal schief gehen kann. Ja, also fokussiert euch dann doch lieber auf die Krallenköpfe und versucht es zu überleben und hofft, dass dann eure Geschütztürme hinten raus vielleicht noch den notwendigen Schaden machen, wenn ihr es selbst so nicht hinbekommt. Ist auch okay, kann man auch machen. Wird euch keiner dafür verurteilen. Panda, nehme ich mit. Gerne, klar. Die Weisheit. Das Weisheitsletzter Zahn. Nehme ich mal auch mit. Den Rest lassen wir liegen. Verstärkter Stahl mag ich. Weisheit bringt halt nur mir jetzt ein bisschen Prozent Schaden. Was nicht schlecht ist. Hinten raus, ab der Hälfte der Welle. Ja, Prozent Schaden. Ich weiß jetzt nicht, ob überhaupt meine Minigun je über einen Schaden machen wird. Wir müssten ja schon 300% extra Schaden haben, damit das überhaupt funktioniert. Aber unsere Donnerbüchse wird natürlich ein bisschen ihren Job machen. Donnerbüchse ist einfach MVP. Diese Runde, eine Waffe, die gefühlt keinen Cooldown hat, ist natürlich da auch nice. Doch, wir machen Zweier-Hits. Ich sehe Zweier-Hits. 1er und 2er. Welle 18, aber kein Thema, oder? Wir haben aktuell, warte, 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 213 Technik. Das heißt, wir haben ein bisschen was über 100 Fernkampfschaden. Und das wiederum heißt, wir haben ungefähr, nur dass ihr die Relation dazu habt, zu anderen Runden, wir haben ungefähr 30 bis 40 Fernkampfschaden mitgenommen. Ah, nee, danke. Brauche ich auch nicht. Hier würde ich tatsächlich noch mal ein bisschen Fernkampfschaden fühlen. Da ist er 4 nämlich, nicht schlecht. Oh, das Scharfschützengewehr nehmen wir auch mal mit. Nehmen wir jetzt noch nicht mit. Jetzt habe ich es verrollt. Ah, ich Idiot. Man hätte es noch mitnehmen können als eine weitere Waffe. Ja, ansonsten Uhrwerkwespe. Schön, dass ich es auch noch bekomme, um euch die zu zeigen. Wäre so ein schönes Side-Item. Das ist jetzt anders als die Taschenfabrik, der Bücherstapel und das bessere Werkzeug. Ist die Uhrwerkwespe ein geiles Item, das ihr sehr schön stacken könnt. Aber das ist nicht essentiell. Das könnt ihr 100 Mal kaufen und es ist 100 Mal geil. Aber wenn ihr es nicht bekommt, dann ist es halt nicht schlimm. Also ich habe es ja jetzt auch erst ganz zum Schluss bekommen. Welle 19. Like I care, ne? Ist ja jetzt nicht so dramatisch. Ja, die Sniper-Pistole könnte man mitnehmen, würde am Anfang einer Welle gut Schaden machen. Und wird vor allem auch, wenn ihr einfach nur euch auf einen 20er-Run fokussieren wollt, ist es eine geile Sache, wenn ihr praktisch auf Welle 20 so eine Waffe habt. Also ich bereue es gerade sehr, dass ich sie weggerollt habe. Ansonsten könnte ich sie mir jetzt auf Welle 20 kaufen. Und damit dann nochmal ordentlich Schaden in der ersten Hälfte der Welle machen. Und die 20er Welle, die ist ja ein bisschen länger. Was halt auch heißt, dass wenn du es irgendwie überleben musst, oder dass wenn du mit deinen Geschütztürmen arbeiten möchtest, dass du da eine Weile länger einfach brauchst, bis du da effektiv wirst. Pfeife brauche ich nicht mehr, Teiler nehme ich gerne mit, die Lederweste auch, 2 Fernkampfschaden nochmal. Sehr gut, dann den Igel, 10% Crit immer, den Rest wollen wir nicht. Da brauche ich auch nicht. Schraubenschlüssel nehme ich mal nochmal mit. Den Goldfisch. Es kommt nichts mehr, was ich mir wirklich leisten kann, außer der Knoten. Den, nee, nicht mal den kann ich mir leisten. Also die Metallplatte. Alles klar, dann halt so. So, also ab an den Elite ran. Erstmal checken, wie viel Schaden machst du, wie viel Schaden mache ich an euch und so, ne? Ich glaube, ich habe jetzt nicht unfassbar viel Lebensregeneration mitgenommen.
bin da eher gerade Team Heilgeschütz. Ja, 8 und 6, das ist nicht viel. Aber ist nicht schlimm. Versucht erstmal zu überleben. Rennt, wenn es sein muss, auch erstmal weg. Wir haben immer noch die zweite Hälfte der Welle. Und da werden wir definitiv auch unseren Job erledigen können. Wir allerdings müssen da nicht lange drauf warten, denn wir haben ja trotz allem noch unsere Donnerbüchse. Und die Donnerbüchse ist ein geiles Ding. Runde gewonnen. Also ich wollte auch nur zeigen, ne? Ihr könnt auch einfach dodgen. Immer weglaufen und so. 126 Fernkampfschaden. Das sind... geteilt durch 3. 42 Fernkampfschaden. 42 Fernkampfschaden haben wir jetzt hier gesackt. Und das hat auch vollkommen ausgereicht. Zusammen mit der Rüstung 10 bis 15 ist ja immer ein schöner Wert. Oder 8 bis 15. Hat auch geklappt. Ich hätte mehr Lebensregeneration haben können. Ja, es war teilweise ein bisschen unangenehm. Aber ich hab's gesehen. Passt vollkommen. Das wäre das Easy to Copy zu dem Cyborg. Ihr müsst euch ja nicht an viel halten. Und ich habe von den wichtigen Items ja auch nur eins bekommen. Von dem hier. Jo. Das war's mit dem Video. Vergesst nicht zu liken, zu abonnieren, wenn es euch gefällt, etc. Pipapo. Danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Macht's gut.